Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich wollte euch mal das Springvideo von unserem ersten Turnier nach 4 Jahren Turnierpause zeigen. Richtig viel Filmen war währenddessen, also während dem ganzen Turnier nicht möglich, weil der Max auch das erste Mal mit auf dem Turnier war. Und da war er natürlich auch ein bisschen aufgeregt. Espresso und ich müssen natürlich auch erstmal wieder ins Turnierreiten reinkommen. Und beim Abreiten hat er auch teilweise Sätze abgedrückt beim Springen, als wären da was weiß ich was für Blanken drunter. Also nicht, dass er glotzig war, aber er ist so extrem gut gesprungen und das hat er dann auch mit in Parcours genommen. Okay, hier hat er mal einen Boxsprung gemacht, das fand er dann doch ziemlich cool im Parcours. Aber er hat sich auf jeden Fall super, super schön reiten lassen. Und wir sind zum Einstieg einfach mal wieder ein A-Springen geritten, weil ich ja jetzt auch nicht mehr so die extreme Routine habe. Generell hat sich Espressos Verhalten in den letzten Jahren sehr verändert. Er ist nicht mehr so am Vollgas geben, sondern ist sehr viel ruhiger geworden. Das heißt, ich muss jetzt sogar im Parcours, wie man teilweise sehen kann, ein wenig treiben. Es war ein Zeitspringen, aber auf Zeit bin ich nicht geritten, sondern ich wollte einfach nur fehlerfrei und schön da durchreiten, was auch super geklappt hat. Ich glaube, am Ende hatten wir sogar eine der langsamsten Zeiten, obwohl es mir gar nicht so langsam vorkam, aber ich habe halt nicht großartig abgekürzt, sondern bin einfach schöne Wege geritten. Ja, Espresso ist super schön durchgelaufen. Hat es brav gemacht. Auf jeden Fall eine schöne Runde, wie ich finde. Und es hat Spaß gemacht, so wieder in die Turnierreiterei reinzukommen. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch hat der Ritt gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch wieder Bock auf mehr Videos. Und ja, bis zum nächsten Video.